Lieber wird von der Partei die Car is over-Sticker in der Neustadt verteilt. Und immer wenn die richtigen Leute da sind, irgendwas von Verkehrswende, ökologischer Wandel, Klimawandel und sozialer Wandel gehen Hand in Hand und so weiter und so fort. Ich habe immer gesagt, ich bin auch zu Ihnen gekommen und ich bin auch zu der Linken mal gekommen und zu einzelnen von Ihnen habe gesagt, ja, es kann ja sein, dass Menschen, dass gerade dann Parkgebühren, wenn sie nicht viel Geld haben und ein Auto wirklich, wirklich brauchen, dass es Menschen gibt, die sozusagen für die dieses Mühe dann zu viel ist. Da habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach mal über ein differenziertes Modell sprechen. Ja, Parkgebühren anhand von Autowert oder Parkgebühren anhand von wie neu ist das Auto oder wie schwer ist das Auto oder wie lang ist das Auto. Es gab einen Versuch von Grünen, das zu machen. Dieser Versuch ist auch schon in dem Vorschlag, den, wie gesagt, ist sehr komisch, dass der Pirat Herrn Hilbert verteidigt, aber ist in Herrn Hilberts Vorschlag auch schon drin gewesen. Also, nur weil es Menschen gibt, für die vielleicht die Parkgebühren, und wir reden hier von, je nachdem wie man es macht, 30 bis 180 Euro im Jahr, also im Jahr, im Jahr. So, ja, wofür dann Menschen aber auch einen Parkplatz in ihrer Gegend finden. So, und das ist einfach unredlich, nicht auf die Argumente und nicht auf die Angebote einzugehen und immer wieder Oma Krawumke hervorzuholen und dafür aber all die anderen, die es sich wirklich leisten könnten, für die es überhaupt kein Problem darstellt, die denen zu sagen, ja, ihr könnt weiter umsonst parken, finden wir cool, finden wir geil, könnt, stellt euch einfach das ganze Jahr dahin, mit eurem Zweitwagen, noch mit eurem Wohnmobil, könnt ihr alle umsonst da parken, ist ja städtischer Raum, wir schenken ihn euch. So, und das ist das eine. Das zweite ist, es war natürlich ein ganz schöner Rattenmove im Haushalt, sozusagen die Parkgebühren komplett rauszuschmeißen. Und ich habe nicht gesagt, obskurer Beschluss, ich habe gesagt, obskure Mehrheit. So, ja, irgendeine obskure Mehrheit scheint hier einfach mal ein progressives, ein Voranschreiten von Dresden, so wie ganz viele andere Städte, nicht zu wollen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Ich will das hier nicht ausdehnen, es ist schon spät. Ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden und meine Einladung, konstruktiv an dieser Sache zu arbeiten, steht weiterhin.